Hoffentlich war das die letzte Überraschung. Ich sollte mich umsehen. Votivkerze zu Ehren der Toten. Alter Brauch. Easy. Was? Kryptoschlüssel. Finde ich das mal ganz gut. Jetzt hier wieder raus. Geh erstmal lang und dann geh ich gleich wieder zurück. Hier könnten Spinnen auf mich warten. Sieht mir so Spinnennetzen aus hier. Ich finde jede Menge Schematas. Schematas. Yep. Bäh. Junge, Alter. Noch mehr, okay. Ja. Schmei. Auf eine Rüstung. Ehre. Moment. Leere Beine. Kann man die erstmal nehmen. Nur zwei schwere. Mit jetzt nur noch leichte Stiefel, dann habe ich das. Das ist erstmal so weit, wie ich das haben wollte. Ich komme nicht durch, alles klar. Hier geht es theoretisch noch. Okay. Ach, ich dachte. Nee, das ist. Achso, ich dachte, das wäre Gold. Ringe sind aber keine Ausrüstungsteile, ne? Aber halt mal mit. Smaragd. Goldring. Ringe kann ich da verkaufen oder so. Ach, das war das. Jetzt habe ich so ganz spontan volle Energie. Habe ich Level abgehabt? Nee, bin immer noch 35. Setz den Hexensaal ein, um die Familienkrypta der Ewig zu erkunden. Okay. Und nun, weil ihr es seid.
Und da steht was. Honorati, geliebte Frau von Kestatis, gestorben 1257. In welcher Zeit leben wir hier eigentlich gerade? Ich glaube, irgendwas mit 1300, ne? Alexi, 19, geliebter Sohn und Bruder. Ich sollte das hier lieber nicht anfassen. Wladimir von Ebb, Sohn Bohumils und Christinas. Na bitte, jetzt das Ritual. Ich muss den Rauch in jedem Raum der Krypta verteilen. Oh, ernsthaft? Du hast einen neuen Questgegenstand erhalten. Bereite ihn auf den Einsatz vor, indem du ihn im Inventar an der richtigen Stelle platzierst und dann im Schnellzugriff auswählst. Drücke hm oder hm oder bla. Drücke hm oder hm oder bla. So, das ist, wo ist denn das jetzt? Habe ich schon. Ah. Okay, dann gehen wir mal die einzelnen Dinge da durch. Hier war ich noch nicht drin. Ein goldener Becher. Ein goldener Teller. Ich bin sicher, viel zu Hause. Okay, hier einfach machen wir was. Hier haben wir. Leben und Tod und Chaos hinein. Erheb dich als Freund, denn ich komme in Frieden. Erhebe dich, der du lang schon verschieden. Erheb dich als Freund, denn ich komme in Frieden. Diese Hexe sind bekloppt. Erhebe dich und wandle unter den Lebenden. Ich laber nur so für Scheiße. Erhebe dich, der du lang schon verschied. Leben und Tod und Chaos hinein. Jetzt muss ich die Kerze anziehen. Grünes Feuer. Leben und Tod und Chaos hinein. Ich rufe dich her, dessen Blut ich lass siegen. Leben und Tod und Chaos hinein. Du hast mich gerufen, Fremder. Warum? Wollte Party machen. Ich bin hier, um den Geist von Wladimir von Everek zu wecken. Wer du bist und was du willst, spielt keine Rolle. Du wirst diesen Ort nicht lebend verlassen. Bist du der Geist von Vlod? Wer fragt nach meinem Enkel? Einmalei, Honoratina. Ich möchte nur wissen, woher dieser Sterbliche das Blut aus der Familie hat, mit dem er einen von Everek erwecken kann. Wahrhaftig. Es lebt nur noch einer aus unserer Linie. Olgierd. Dann sprechen wir mit dem Mann, der das Blut deines Enkels vergossen hat, Kestatis. Ihr seid also alle nicht Wladimir? Sein Bruder Olgierd schickt mich. Du wirst Vlod bald genug begegnen. Nur Olgierd siehst du nicht wieder. Irgendwelche letzten Worte? Stöte ihn vom Everest. Um Olgierds Blut willen. Kann ich die verbrennen? Okay, ich kann Geister verbrennen. Dummkopf. Jetzt stirbst du.
bockige Hurensöhne, diese von Everex, was? Wer bist du? Der Rüpel, den du suchst. Wladimir von Everek, Olgierts Bruder. Naja, hätte klappen können. Oh, ich kann mir ja nicht mal den Sack kratzen. Wobei der nur noch mäßig juckt, seit ich tot bin. Ich wollte nicht gegen deine Familie kämpfen. Die haben angefangen. Ich bin tot, nicht doof. Wollte mal sehen, wie du mit diesen blasierten Ärschen umspringst. Und mit Oma. Das könntest du ihnen auch tun. Sie sind doch schon tot. Jetzt erzähl, woher du Olgierts Blut hast. Wenn du ihn verletzt hast, muss ich dich leider umbringen. Ich habe es von einem Bekannten von Olgiert und mir. Ich bin in einer dringenden Angelegenheit hier. Ich bin eine verdammte Leiche. Was kümmern mich die Angelegenheiten von dir oder eines anderen Penners? Nur die Feste vermisse ich. Körperliche Lustbarkeiten sozusagen. Ach ja. Hast du viel Besuch? Gelegentlich, nicht oft. Wenn einer vorbeikommt, will hier immer gleich die ganze Bande spielen. Unternehmungslustige Familie. Ja, unser Hang zu Feiern und Schlägereien ist berühmt. Wir von Everex haben generationenlang geprügelt und geplündert. Das ist Tradition. Dabei fällt natürlich auch Beute an. So hatten wir immer genug Kleingeld zum Feiern. Erst am Ende meines Lebens waren die guten Zeiten vorbei. Nun, genug Salz in die Wunden gestreut. Wenige Tage vor meinem Tod behauptete mein Bruder, er könnte uns raushauen und unseren Status wiederherstellen. Dein Bruder schickt mich. Wie geht's dem alten Räuber? Ach, was würde ich drum geben, wieder mit ihm zu reiten? Das wird nicht passieren. Was anderes ginge aber. Etwas, das eine Leiche interessieren sollte. Raus damit! Wofür soll ich mich interessieren? Hör mal, ich glaube, dass ich mehr über Olgierd wissen sollte. Erzähl mir von ihm. Er ist ein ganzer Kerl. Ein echter Kavalier. So einen findest du in Redanien kein zweites Mal. Zum Saufen und Raufen einfach der Beste. Wir waren noch jung, als wir mit Raubzügen während des Kriegs anfingen. Die Grenzländer haben sich in die Hose gemacht, wenn sie nur seinen Namen gehört haben. Ich war seine rechte Hand. Und wir hatten einen Trupp Gefährten, die für uns durchs Feuer gegangen wären. Klingt nach Banditen. Gab es Unterschiede? Wir? Banditen? Pass auf, was du sagst. Manche unserer Bewaffneten waren vielleicht geistlose Schläger, aber Olgierd doch nicht. Er war immer neugierig, hat sich für alles interessiert, hat Bücher verschlungen, Gemälde bewundert und das schönste Mädchen weltweit geliebt. Ich will nicht neugierig sein, aber wie bist du gestorben? Ach, nicht schüchtern sein. Die Leute lieben solche Geschichten. Würde ich auch. Nur leider endet diese mit meinem Tod. Wie ist es passiert? Auf unseren Plündertouren stürmten wir stets die Hütte des Dorfältesten und verlangten dann Schnapsfässer. Und willige Frauen zum Durchkneten und Spaß haben. Einmal gerieten wir leider in einen Hinterhalt und wurden überwältigt. Mich töteten sie. Zerschmetterten mir den Kopf zwischen Tisch und Steinboden wie ein rohes Ei. Autsch. Hör mal, Olgierd hat mir einen Auftrag gegeben. Ich soll dir den Abend deines Lebens bereiten. Ach was? Also das nenne ich einen Bruder. Da bin ich seit Jahren tot und er ist immer noch um meine Stimmung besorgt. Der gute alte Olgierd, wie viel Zeit haben wir? Eine Nacht müsste reichen. Herrlich. Nur schnell den Säbel geschnappt und...
Was zum vermaledeiten Kuckuck? Du bist ein Geist, du kannst nichts anfassen. Ach, das vergesse ich dauernd. Aber wie soll ich dann prassen und prügeln und vögeln? Ich krieg keinen Säbel hoch, keinen Humpen und meinen Speer auch nicht. Dann muss es wohl so gehen. Los. Ich gehe nirgendwo hin. Hey. Du sollst doch dafür sorgen, dass ich mich amüsiere, oder? Also, mach es möglich. Wie denn? Erwecke meinen Körper. Geht nicht. Außerdem müsste der schon verrottet sein. Dann denk dir was anderes aus, verfickt. So gehe ich jedenfalls nicht aus. Ob das eine gute Idee ist, ich nehme das einfach. Ich könnte dir vielleicht jemanden bringen, dessen Körper du dir leihen kannst für diese Nacht. Ich soll von jemandem Besitz ergreifen? Ja. Sagen wir, ich stimme zu. Welchen Körper würde ich denn kriegen? Ich weiß nicht. Einen von Olgierts Männern? Oder einen Bauern, den wir bezahlen? Oh, nein, nein, nein! Ich krieg doch keinem ungewaschenen Banditen oder Schweinehirten in den Balk. Ich habe eine bessere Idee. Oh nein, kommt nicht in Frage. Oh doch, doch, kommt es. Das war so klar. Das war so klar. Toll, es ist ja in mir. Geralt! Geralt. Wach auf! Augen auf! Wo ist das Riechsalz? Der Tod war ein kleiner Preis für einen Platz auf diesem Schoß. Und so dicht bei den Wundern eine Etage drüber. Bist du durchgedreht? Ja, so wie ich dich sah. Versprich mir zu bleiben und mir den Bart zu kraulen. Was? Dann verbringe ich im Körper eines Hundes den Rest der Ewigkeit stets an deiner wohlgeformten Ferse. Geralt, was ist denn los mit dir? Geralt, ich bin Wladimir. Wie? Scheiße. Also gut, Moment mal. Ja, besessen zu sein gefällt mir definitiv nicht. Du wärst ohne Gegenwehr nicht ohnmächtig geworden. Geralt, würdest du mir erklären, was los ist? Na gut, ich habe mir das irgendwie erlaubt, ne? Tut mir leid, Shani. Das war nicht ich. Wer war es dann? Ich war's. Halt die Klappe. Ich habe nichts gesagt. Oh, sie sieht ihn gar nicht. Ich meinte nicht dich. Wen denn dann? Na, ihn. Wladimir. Geralt, hier ist sonst niemand. Dein hübsches Mädel kann mich wohl weder hören noch sehen. Welch Möglichkeiten. Irgendwann ein paar Regeln festkommen. Wir müssen ein paar Regeln festlegen. Ich muss gar nichts, außer mich vortrefflich amüsieren. Und genau das habe ich vor. Du strapazierst meine Geduld. Und du meine. Erklär mir endlich, was das hier soll. Ah, feurig! Ihr Temperament passt zu dem Karottenkopf. Hör zu, ich soll Wladimir von Everreck die Sause seines Lebens bereiten. Leider ist er ein Geist. Also muss ich ihm wohl oder übel meinen Körper leihen. Warte mal, willst du behaupten, du bist besessen? Jetzt gerade nicht. Jetzt steht er neben mir und lächelt dich spitz an. Aber er wird sich meines Leibes bemächtigen. Was ich dann sage und tue, das ist er, seine Person und seine Absicht. Und wenn ich nicht mit ihm, sondern dir reden will? Ach, dann soll sie mir sagen, ich soll mal Platz machen. Dann sag ihm, dass er für eine Weile verschwinden soll. Verstehe. Prächtig. Also dann, Zuckerschnecke. Warum verschwinden wir nicht aus dieser feuchten Gruft?
Gleich hier ist ein hübscher Hain, in dem Küsse süßer schmecken als irgendwo sonst. Jetzt bist du also Wladimir. Ich glaube, ich kann dich gut von Geralt unterscheiden. Um ehrlich zu sein und unter uns, dieser Hexertyp ist ein grässlicher Langweiler. Nur manchmal. Ha! Wir sind vom selben Geiste. Warum gehen wir nicht kurz in die Büsche? Ich fürchte, ich muss ablehnen, lieber Geist. Ein Jammer. Dann sag mir bitte, wo das nächste Bordell ist. Ich habe eine bessere Idee. Bevor Geralt in die Krypta ging, um dich zu beschwören, habe ich ihn zur Hochzeit meiner Freundin eingeladen. Meine Güte, ist dieses Glück zu glauben. Es gibt in ganz Redanien keinen besseren Tänzer als Wladimir von Evereck. Mit mir, mein Sahnetörtchen, wirst du den Abend deines Lebens genießen. Wunderbar. Ich muss mich noch umziehen, also treffen wir uns beim Tempel. Oh, das höre ich aber gar nicht gern. Warum nicht? Ich mag keine Tempel. Ich habe sie nur zum Plündern betreten. Und als Toter habe ich nur Verachtung für sie übrig. Warum treffen wir uns nicht nach der Zeremonie? Direkt beim Fest? Na schön. Anders geht es wohl nicht. Famos. Dann sehen wir uns im Festsaal. Der Junge redet echt komisch. Ich muss sagen, Hexer, bei so einem Weib kann man schon den Verstand verlieren. Und das sagt niemand Geringeres als Wladimir von Evereck, berühmt für seinen Frauengeschmack. Also sag mir, von Mann zu Geist, läuft da was zwischen euch? Warum fragt es sie doch? Denn dann halte ich mich fern, das schwöre ich. Doch wenn nicht, dann... Oh, die Heuböden warten. Weiß noch nicht, was da vorher war, aber... Wir sind nur Freunde, schon immer. Keine Liebesgeständnisse? Keine Schwüre? Kein Flehen? Zwischen uns war nie etwas. Du hast sie also niemals gepackt, diese Prahlen? Wunderbaren, atemberaubenden... Bist du schwach im Geiste oder in den Lenden? Wie bitte? Ach, vom anderen Ufer. Schön, was dir nicht schmeckt, das lass liegen. Umso besser für mich. Ich werde mich angemessen um sie kümmern. Also, Hexer, auf zur Hochzeit? Gehen wir. Dann los. Ich bin direkt hinter dir. Nee. Ich will mal versuchen, halt den Durchgang zu machen, ohne irgendeine andere an Geralt ganz zu lassen als Yennefer. Wenn Yennefer überhaupt in diesem DLC vorkommt. Das ist auch nicht so viel wäre. So, triff Shani auf dem Hof. Da. Was gesagt, soll nicht ausführen. Ich geh dabei. Ich muss hier selber rausgehen. Finger weg von ihr. Da geht's nicht. Ich geh jetzt hier raus, Alter. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich reingekommen bin. Noch weiter. Von hier, okay, alles klar. Wie ist dieses Hexerleben denn so? Das willst du nicht wissen. Dann hätte ich nicht gefragt. Nun erzähl schon. Es würde dir nicht zusagen. Okay, ich muss mal kurz...